Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, die Julia vom YouTube-Kanal Händchen in Hand hier neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Julia. Hallo liebe Silke, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ich freue mich immer über unseren regen Austausch, den wir ja auch seit anderthalb Jahren auch privat haben. Und ich bin ja auf dich gekommen, weil du auf deiner Webseite auch das Thema freie Bildung, auch bedürfnisorientiertes Begleiten, weil du das thematisierst. Du bist ja auch eine ehemalige Grundschullehrerin und bist vor 5 Jahren Mutter geworden und hast dann für dich entschieden, so kann es nicht weitergehen. Also irgendwas stimmt hier mit diesem System nicht, wie die Kinder begleitet werden, Kindergarten, Schule. Und da hatten wir ja auch ein paar Videos dazu gemacht. Du bist auch verheiratet. Ihr beide habt eben eine 5-jährige Tochter. Und ihr habt euch jetzt für einen ganz anderen Weg entschieden, als den die meisten Familien hier in Deutschland gehen. Ihr habt eure Wohnung gekündigt, den Großteil eurer Sachen verkauft oder erstmal irgendwo eingelagert und habt euch ein Wohnmobil gekauft. Und dann würde ich einfach mal für meine Zuschauer dich fragen, wie seid ihr auf diesen Plan gekommen, jetzt so dieses freie Leben für euch zu wählen, also dieses andere Leben? Ja, also bei uns war das natürlich wie bei vielen anderen Reisefamilien auch ein Prozess, der eigentlich schon sogar vor der Geburt angefangen hat. Da war es so mehr die eigene Gesundheit, da so ein bisschen reinzukommen. Und da hat mir auch dein Kanal sehr geholfen, mit den Wildkräutern und viele frische Säfte und so weiter zu integrieren. Und dann fängt man natürlich sofort an, wenn man sich auch gesünder ernährt, Dinge zu hinterfragen. Und dann kommt halt immer mehr dazu. Und natürlich sind mir auch schon während meiner Zeit als Grundschullehrerin gewisse Dinge aufgefallen, die einfach nicht so rund liefen für mich. Ja, also vor allem, wenn es dann um Sachen ging wie Ritalin etc., wo ich dann halt auch gemerkt habe, da ist wirklich so ein richtiger Druck dahinter. Ja, sowohl von den Förderpädagogen als auch von den Eltern. Und da habe ich schon gedacht, und dann habe ich immer überlegt, wenn meine Tochter jetzt in die Schule käme, wo würde ich denn wollen, dass sie hinkommt, zu welchem Kollegen, ja? Es war halt einfach erstmal so ein bisschen so ein großer Cut dann natürlich mit Elternzeit, und wir haben ja auch Kita frei, machen wir. Und da habe ich natürlich viel Zeit gehabt, noch zu überlegen. Dann bin ich auch über unsere wirklich sehr tolle Kita-Freigruppe in Kontakt gekommen mit ganz vielen alternativen Eltern und bin dann richtig schön so reingewachsen und habe quasi viele Dinge schon mit Hilfe auch der anderen dann richtig machen können, also wie sich's für mich stimmig angefühlt hat, und musste nicht erst die großen Umwege gehen und dann auf die harte Tour lernen, zumindest nicht mit meiner Tochter, mit mir selber musste ich schon die ganzen Jahre auf die harte Tour lernen, ne? Dass dieser Beruf für mich auch als Hochsensible, das ist ja auch auf meinem Kanal so ein bisschen Thema, dass dieser Beruf so für mich wirklich auch selber persönlich schwer zu handeln ist. Und dann haben wir halt über die ganze Zeit immer mehr uns beschäftigt mit Freilernen, weil wenn man Kita frei lebt, dann ist das ja quasi eigentlich fast eine logische Konsequenz, dass man dann sagt, okay, wenn ich mein Kind bis hierhin begleitet habe, dann möchte ich es natürlich auch weiterhin begleiten. Und wir, also mein Mann ist ja auch Lehrer gewesen, der hat ja dann auch seinen Job erstmal an den Nagel gehängt, damit wir dieses freie Reiseleben erstmal austesten können. Und und wir haben halt auch gewusst, was wir nicht wollen sozusagen, wo andere Eltern, die haben dann, die Schulzeit ist meistens eine Weile her, man hat viel erlebt zwischendurch, dann kommen die ersten Kinder und dann dauert es ja auch bis zur Schule nochmal eine ganze Weile, und dann ist halt so irgendwann der Punkt, dann kommen die Kinder in die Schule und dann ist auf einmal der Lehrer der Experte und man selber traut sich nichts mehr zu. Und da wir ja aber beide Lehrer waren und auch wussten, okay, läuft dort gut, was läuft dort nicht gut, haben wir halt gesagt, dass wir das, wenn unser Kind das nicht explizit möchte, nicht unbedingt diesen Weg gehen wollen, einfach weil wir sehen, es ist viel mehr Entwicklungspotenzial da für die Kinder, wenn sie sich freier entfalten können. Wenn man nicht quasi künstlich die Kinder zurückhalten muss, weil das hört man ja oft, ne, bloß noch nicht das Lesen beibringen, weil sonst langweilt sich das Kind in der Schule, oder das und das muss aber das Kind schon können zum Zeitpunkt XY, wie zum Beispiel Lesen, was auch totaler Quatsch ist. Ja, hatte ich auch neulich ein Interview dazu gemacht, und da ging es halt auch darum, dass das normale Alter fürs Lesen lernen eigentlich viel später ist, als das den meisten Kindern aufoktroyiert wird vom Durchschnitt her. Bei Freilernern und Homeschoolern allerdings
Aber anders kann man es ja auch nicht rausfinden, weil die anderen lernen es ja alle schon zwangsweise, ne? Das ist so eine sehr interessante Studie. Und ja, also es waren viele Punkte. Und mit diesem Lebensstil im Wohnmobil und Reisen, damit haben wir schon vorher eigentlich geliebäugelt. Und wir waren schon beide immer fasziniert davon, halt so ein Haus auf Rädern zu haben und flexibel zu sein. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt. Entschuldige bitte. Alles gut, nicht? Das ist ja so eine wichtige Vorgeschichte, ne? Wie man erstmal dazu kommt. Ihr habt euch ein Wohnmobil gekauft und wie habt ihr euch entschieden, wo geht's hin? Wo sollte die Reise hingehen? Oh, das ist eine spannende Frage, muss ich jetzt selber noch mal kurz überlegen. Also wir hatten eigentlich erst Griechenland vor, also das wäre quasi so die Ostroute gewesen von Deutschland aus. Und dann sind wir aber irgendwie nach Spanien gegangen, also Richtung Spanien gefahren. Und ja, das war eigentlich erstmal recht frei. Also wir haben jetzt nicht gesagt, es muss jetzt unbedingt dies oder jenes sein. Ich glaube, wir haben uns erstmal mit Spanien recht sicher gefühlt, weil wir da auch nicht so viele Ländergrenzen passieren mussten, was ja in dieser Zeit auch manchmal spannend sein kann. Und ja, es könnte sogar sein, dass solche Faktoren damals für die Entscheidung ausschlaggebend waren. Ja. Mhm. Ja. Ihr seid ja Richtung Frankreich, da habt ihr auch die Sarah Schmidt getroffen. Mit ihr hast du auch ein Video gemacht. Was war das Thema nochmal? Also wir haben das Video nicht dort gemacht, aber wir haben sie dort besucht und haben uns mal live kennengelernt und machen aber auch immer mal Interviews für meinen Kanal für die Themen, also zu den Themen so Selbstbestimmung und Geburt und solche Sachen. Genau. Mhm. Ihr seid dann weiter nach Spanien gefahren, Portugal, und dann wieder zurück nach Spanien oder Mallorca war da ja noch mal ein bisschen. Also ja. Schon, ja, ich meine, ihr habt das ja noch nie getestet vorher, ihr habt euch das gekauft. Genau. Da gab es noch so ein paar Vorbereitungen, weiß ich. Da habt ihr auch noch mal so ein bisschen Kleinigkeiten geändert am Wohnmobil. Und dann seid ihr los. Und ja, kannst du mal so beschreiben, wie so die ersten Wochen waren? Ich meine, als Familie in so einem Wohnmobil, das ist ja schon noch mal anders als in einer Wohnung. Ne? Man ist ja, du hast ja von uns auch gesagt, man hat die Wohnung auf 4 Rädern dabei. Gab es da besondere Herausforderungen oder habt ihr dann gemerkt, oh, die Familienzeit, das bringt uns so nah noch mal und wir können uns da noch mal ganz anders kennenlernen und finden? Ja, also wir hatten eine kurze Testtour, das waren aber nur 2-3 Wochen nach Dänemark. Mhm. Da habe ich auch so ein kleines Video zusammengeschnitten. Und da haben wir dann noch mal so kurz gemerkt, okay, was ist jetzt, also was brauchen wir noch, was ist schon okay. Aber Dänemark im November war natürlich auch nicht zu vergleichen mit Spanien im Februar, da war es dann schon doch wesentlich wärmer. Und ja, also was haben wir gemerkt? Wir haben ganz schnell gemerkt, dass es uns allen gefällt. Also weil nach Dänemark war mein Mann nicht so begeistert. Da hat er gedacht, oh Gott und oh. Und dann haben wir halt wirklich nochmal geguckt. Das sind so Kleinigkeiten, ja, wie die Heckgarage haben wir dann hochgeklappt. Dann hatten wir zwar ein Bett weniger, aber da wir ja nur zu dritt sind, haben wir das untere Bett nicht gebraucht. Und dann hatten wir da ein bisschen mehr Platz zum Kramen und solche Kleinigkeiten. Um solche Kleinigkeiten geht es dann halt manchmal wirklich, sich ganz genau zu überlegen, wie gestalte ich mir meinen Alltag so praktisch wie möglich. Das sind so Dinge, über die man manchmal in der Wohnung gar nicht so nachdenkt, aber die halt in einem Wohnmobil, da ist es ja sehr konzentriert, man ist sehr eng zusammen und da müssen halt so Kleinigkeiten klappen, bringt einen aber automatisch auch in dieses Reflektieren rein, was brauche ich wirklich? Das war auch sehr spannend zu sehen, man braucht wirklich gar nicht viel. Die Kinder können oder das Kind kann sich eigentlich gut mit Naturmaterialien beschäftigen. Gerade wir waren viel am Meer. Wir haben fast kaum Sightseeing gemacht. Wir waren wirklich nur immer am Meer, in der Natur oder haben dann mal eingekauft. Aber wir haben wirklich gemerkt, dass wir so ein großes Bedürfnis hatten, einfach nach Kontakt zur Natur. Einfach nur Meer und das Einsaugen, was man halt die ulkige Zeit davor wirklich hier dann auch nicht so hatte, wo halt auch immer dunkler Himmel war und immer alles so schwer war und man halt sich immer ein bisschen rausschälen musste, weil wir waren ja noch halb in so einem normalen Alltag, solange mein Mann noch gearbeitet hatte. Und das war halt wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, dieser große Wunsch nach Natur und wie gut das auch geht. Und in Spanien geht es auch prima mit Freistehen, in Frankreich war das auch kein Problem. Wir waren also nur eben bei einer Freundin auf Mallorca, die Sonja Ariel, ich weiß nicht, ob die jemand hier kennt, aber abgesehen davon haben wir eigentlich immer nur freigestanden.
Also auch nie Campingplätze oder so aufgesucht. Nein, also es war noch eine Woche, in denen wir meine Schwiegereltern gesehen haben. Da waren wir dann in einem Haus, aber abgesehen davon nie auf dem Campingplatz, weil, also wir haben uns halt gefragt, warum, ne? Also es ging halt auch anders und das ist natürlich dann auch ein finanzieller Anreiz, ja, dann nicht immer noch Geld auszugeben. Ich denke, wer es jetzt übrig hat und einfach reisen geht, der macht das halt einfach, ohne nachzudenken. Aber wir haben wirklich tolle Plätze gefunden und auch oft wirklich mit Meerblick und nah am Meer. Und es war wirklich, es war zauberhaft schön und auch natürlich schön, gleichgesinnte Leute zu treffen. Wir sind jetzt noch nicht bewusst, was wir eigentlich machen wollten, Kommunen angefahren oder so Gemeinschaften. Aber wir haben trotzdem auf größeren Plätzen, wo halt dann mehrere Wohnmobile und Wohnwagen standen, natürlich auch Leute kennengelernt, auch Freilerner, Kinder mit Eltern, auch Lehrereltern zum Teil und wirklich spannend zu sehen, dass es gibt wirklich eben diese große Masse an Menschen, die sich aufmacht, was Neues auszutesten. Ja. Und eure Tochter ist ja erst 5. Ich denke, ein 5-jähriges Mädchen, das schwimmt dann einfach so mit, ne? Das saugt alles auf. Ich glaube, nochmal anders, als wenn man so mit jugendlichen Kindern losfährt oder nicht Jugendlichen oder auch Kindern, die schon so in diesen festen Strukturen waren. Ja. Ein 5-jähriges Mädchen ist ja noch, wenn Mama und Papa rings um einen sind und man hat mal ein paar Kinder zum Spielen am Meer, dann ist die Welt noch so in Ordnung, ne? Ja, Also auf jeden Fall. wie war so das Feedback von eurer Tochter so, wenn du das Also sie, wie du schon gesagt hast, sie ist da so mitgeschwommen und hat das auch genossen und hat dann auch immer gesagt, ja, da will ich wieder hin und da will ich wieder hin. Und ja, also das war auf jeden Fall ganz, ganz leicht. Also, und wir haben aber auch ältere Kinder kennengelernt, denen es auch gut gefallen hat und die halt froh und dankbar waren, dass sie aus diesem System auf diese Weise, was ja die meisten aus diesem Grund machen, dass sie auf diese Weise dem rigiden System entfliehen konnten, sozusagen. Ja. Wie sieht es aus, also auf Reisen, ihr wart Frankreich, Portugal und Spanien, Mallorca auch Ja. noch. Wie sieht es da so aus, wenn man ein bisschen auf gesunde Ernährung achtet? Entschuldigung. Ja, also ich glaube, es ist gut, wenn man sich dann ein bisschen informiert, wo sind irgendwelche Märkte. Das kann dann viel billiger sein. Wir haben eigentlich oft in so Discountern eingekauft und haben dann halt die regionalen Sachen gekauft. Viel Frisch ist immer unser Grundprogramm, so weiß ich nicht, Gurke, Paprika, Tomate und dann natürlich Beeren. Immer so haben wir dann immer das als Frisches gegessen und dann halt immer geschaut. Wir haben, glaube ich, ganz viel Hummus gekauft, hatten zwar auch einen Mixer dabei, das wollen wir dann in Zukunft auch selber machen und haben dann halt auch weniger Brot gegessen. Das hat uns auch ganz gut getan. Und ja, also ansonsten sind die Preise natürlich viel geringer gewesen, also nicht viel geringer, ist jetzt nicht mehr so wie früher, wenn man dann in die Tschechei gefahren ist, dass es total preisgünstig war. Aber es war schon merklich günstiger dort als hier auf Deutschlandbesuch im Moment. Und wie ist es so, wenn man auf Bio achtet oder richtig vegane Produkte isst? Ich meine, das ist ja in Deutschland mittlerweile schon, findest du eigentlich in jedem Supermarkt ein Bio-Angebot, mittlerweile wirklich auch eine breite vegane oder vegetarisches Angebot. Wie sieht es da so in den 3 Ländern aus? Also ist das so Also ähnlich? Frankreich kann ich jetzt nicht ganz so viel sagen, obwohl diese Kette, die heißt Carrefour, ich mache jetzt keine Werbung dafür, aber das ist einfach eine große Kette, die, glaube ich, viele Reisefamilien auch kennen. Da gibt es wirklich ziemlich viele Dinge, wo man, also was so ähnlich ist. Was wir gemerkt haben, ist so veganer Aufstrich, das ist immer so ein bisschen Fehlanzeige, da deswegen der viele Hummus auch. Und ja, aber es gibt schon Bio. Es ist dann halt aber auch etwas teurer, ne? Und wenn man sich gerade da neu aufmacht und auch Selbstständigkeit aufbaut und so weiter, dann hat man natürlich jetzt nicht die Taschen voll mit Geld. Ja, und dann ist es vielleicht einfach so eine Frage. Es gibt ja auch diese Clean 15, ne? Und Dirty Dozen. Und dass man sich da halt ein bisschen dran hält und einfach sagt, okay, Dirty Dozen Sachen kaufe ich Bio und die Clean 15, okay, dann darf es auch mal konventioneller Anbau sein, einfach um einen Kompromiss zu finden und umso mehr man dann wieder zur Verfügung hat, umso mehr kann man dann natürlich auch wieder ausgeben. Aber es gibt schon
Gerade bei Carrefour, das gibt es auch in Spanien, das gibt es allerdings nicht in Portugal. Da gibt es wieder Intermarché, wo es auch immer wirklich Stationen gibt, wo die Wohnmobile mit Wasser befüllt werden können, wo man Abwasser quasi rauslassen kann. Das war etwas leichter in Portugal, fanden wir. Kann auch anders sein, es kommt ja immer drauf an, wo man auch lang fährt, ja, welche Strecken, welche Orte. Aber ja, also es geht, es ist natürlich nicht ganz so ausgebaut wie in Deutschland. Also das muss man schon sagen, das ist in Deutschland schon wesentlich, also da ist die Struktur einfach schon richtig gut ausdifferenziert und man kriegt ja wirklich alles in vegan, in glutenfrei und ja, genau. Und da muss man natürlich immer erst ein bisschen suchen. Das gibt es halt nicht in jedem Laden. Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich gehe auch in Deutschland nicht in jedem Laden immer gucken. Man hat ja dann immer so seine Orte, wo man hingeht, ja. Aber ja, also ein bisschen mehr schauen muss man und Aufstrich auf jeden Fall mitbringen, weil die häufig von Deutschland importiert werden und die sind dann dementsprechend teuer, ja. Genau. Würdest du irgendwas an Lebensmitteln, wo du sagst, oh, wenn wir das nächste Mal auf Tour gehen oder wenn wir wieder auf Tour sind, dann kaufe ich das in Deutschland, nehme das mit, dass wir das dann immer da haben. Gab es da irgendwas? Ja, Haferdrink, weil die ganzen Haferdrinks, die es dort gab, die haben unsere Tochter nicht geschmeckt. Oh. Und das war dann immer ein bisschen schwierig. Aber also das würden wir auf jeden Fall mitnehmen. Kann man zwar auch selber machen. Ich habe es schon mehrmals versucht. Bei mir ist es allerdings immer so, dass es dann so ein bisschen unlecker ist und dass meine Tochter das auch nicht trinkt gerne. Also Haferdrink wäre tatsächlich das und Aufstrich, wie ich schon gesagt habe. Und man kann natürlich auch glutenfreies Brot mitnehmen, aber das kriegt man auch in Spanien, also auf dieser iberischen Halbinsel auch recht günstig. Ich glaube, in Griechenland, was ich so gehört habe, soll das wohl extrem teuer sein. Mhm. Aber ja, genau, also das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ja, und halt solche ganz speziellen Produkte, die man halt, was weiß ich jetzt, was haben wir immer, wie heißt unsere Sojasauce, so eine fermentierte Sojasauce? Du weißt bestimmt wieder, Tamari, genau, Tamari. Das, sowas kann man halt mitnehmen, weil man so, sonst halt ewig lange sucht. Also wenn man weiß, okay, das ist jetzt so ein Grundnahrungsmittel für mich und das ist schon vegan, glutenfrei oder irgendwie so, dann das vielleicht auch mitnehmen, auf jeden Fall, ja. Gibt es noch irgendwas anderes? Also kein Lebensmittel, sondern irgendeinen anderen Gegenstand oder wo du sagst, also das nächste Mal muss das mit? Daran habe ich gar nicht gedacht. Kommt das so, dass ihr auch irgendwas vergessen habt, wo ihr sagt, oh, das hätten wir mal noch einpacken müssen? Ja, ein Ball, aber das wäre jetzt nicht so teuer gewesen. Ein Ball könnte man ja. Okay. Eigentlich nicht. Also wir hatten ganz gut vorgesorgt und es gibt ja wirklich dort auch alles zu kaufen, zum größten Teil eben auch preisgünstiger. Und ja, man muss halt ein bisschen aufpassen mit den Gasflaschen, denn die deutschen Gasflaschen werden dort nicht überall befüllt. Also da gibt es nur wenige Orte, aber dann gibt es ja auch wieder diese Reisegruppen, wo man da fragen kann, wo kann man die befüllen lassen. Wir haben halt wir hatten beide dabei und haben uns dann in Spanien eine gekauft und die dann halt immer wieder ausgetauscht. Ne? Genau, also das wäre jetzt noch sowas, wo man mal, wenn man Richtung Spanien will, länger bleiben will, drauf achten kann. Und dann gibt es zwei verschiedene Firmen und die eine hat halt nur Butangas und die andere Propan. Und Butan geht aber nicht bei Minusgraden. Also dann geht die Heizung manchmal nicht an, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das ist ja in den meisten Fällen nicht der Fall. Das ist gut, wenn man durchs Festland fährt, im Winter vielleicht könnte es schon auch in Spanien gern mal unter 0 Grad werden, ja. Oder übers Gebirge. Also dass man da halt einfach drauf achtet, ne? Butan oder Propan. Und ansonsten fällt mir da jetzt noch was ein, was wir unbedingt hätten mitnehmen wollen. Ich glaube, es ist eher immer das Problem, man nimmt zu viel mit und wühlt sich immer durch Haufen von Klamotten und Haufen von Sachen in der Heckgarage. Und die wenigsten Sachen nimmt man dann tatsächlich, ja. Ja, also das ist eher das Problem, würde ich sagen. Hast du mal, ich weiß nicht, ob du da Zeit oder Muße hattest, hast du mal da nach Wildkräutern gesucht? Das ist, sagst ja, du, auf jeden Fall. Also, ja, also es waren verschiedene, also Löwenzahnblüte dann schon, als wir im Februar da waren, ne? Und da habe ich natürlich auch immer, wie ich es hier mache, auch die Blüten gegessen und da gibt es schon einiges. Also eigentlich dasselbe, was wir hier haben. Ich nehme nur an, zum Beispiel Brennnessel ist dort früher dran, weil es im Sommer dann zu heiß wird, dann kann keine Brennnessel mehr wachsen. Und
Ja, aber das kommt natürlich dann auch immer ein bisschen drauf an, wo man gerade ist in Spanien. Also ich kann jetzt nur für diese Küstenregionen sprechen, weil wir ja durch das Gebirge relativ schnell durchgesaust sind und auch durch Galicien relativ schnell gefahren sind. Und ansonsten gibt es eigentlich die gleichen Wildkräuter wie hier. Und wir haben zum Beispiel ab und zu mal eine Kaktusfeige uns abmachen können. Ne? Solche Sachen kann man da auch mal am Strand dann ergattern. Haben wir sonst noch was? Ich glaube, das war jetzt so, genau. Oder dann vielleicht mal eine Orange irgendwo oder eine Zitrone. Genau, das geht auch. Aber die sind auch, also diese ganzen, man sieht das ja so, wenn man fährt, diese ganzen Riesenflächen, die versiegelt sind quasi im Süden von Spanien, auch Südostspanien, da ist wirklich viel, also viel solche Gewächshäuser und die sind auch relativ gut abgeschirmt. Das ist also nicht so, dass man jetzt mit dem Einkaufsbeutel und hat immer seine frischen Orangen und Zitronen. Also da muss man sich dann schon ein bisschen wahrscheinlich mal erkundigen, wo gibt es denn hier vielleicht eine Plantage, wo keiner mehr was möchte. Also das haben wir jetzt so nicht gefunden. Okay. Ja. Wo geht's als nächstes hin, liebe Julia? Jetzt geht es dann erstmal nach England für ein paar Wochen und ich nehme an, wenn wir dann unsere Wintertour wieder starten, also über den Winter, schon im Herbst, dann wird es nochmal nach Spanien gehen. Hat euch also da sehr gut gefallen, ne? Spanien. Ja, es war wirklich ein schönes Anfängerland für Reisefamilien, fanden wir. Und wahrscheinlich auch diesmal mehr Kontakte zu Freilernerfamilien, zu alternativen Familien, einfach mal zu schauen, was ist da möglich. Du hast ja auch schon erwähnt, ihr hattet bei der ersten, jetzt bei der Wintertour noch nicht so Kommunen oder Gemeinschaften angefahren. Also da ist noch ganz viel möglich, ne? Und ihr seid ja auch, ja, wenn man so seine Wohnung mit dabei hat, man ist ja so flexibel, ne? Und wenn es einem irgendwo nicht gefällt, dann fährt man nächsten Tag weiter oder gleich sofort weiter. Das ist ja das Schöne. Wenn man irgendwo hinfliegt und bucht irgendwas, dann denkt man, habe ich mir irgendwie schöner vorgestellt, hat das gebucht, naja, dann bleibt man da 1, 2 Wochen, aber ihr seid so frei, ihr könnt einfach euch die schönsten Plätze aussuchen Ja. und es einfach genießen. Also es ist natürlich auch manchmal in der Realität so, dass man, dann ist es schon spät, das Kind ist müde und dann ist man halt auch mal nicht am perfekten Platz. Aber das kann man ja dann wirklich direkt am nächsten Tag schon wieder ändern. Und wie du sagst, wenn was gebucht ist und man ist so festgelegt auf ein Hotel, auf einen Ort oder auf ein Ferienhaus, dann ist es natürlich nicht so gut machbar, ne? Wie mit einem Wohnmobil. Ja, ich danke dir, liebe Julia. Ich hatte ja schon am Anfang deinen YouTube-Kanal verlinkt. Du hast ja auch eine Webseite Händchen in Hand, werde ich auch unter diesem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar verlinken. Und du bist auch auf Instagram. Das sind so Ja. drei Hauptplattformen, die werde ich auf alle Fälle verlinken. Und ich danke dir für den Einblick mit dem, ja, alternativen Reisen mit Wohnmobil. Auf alle Fälle, ich finde es immer total spannend, solche Geschichten zu hören, was da, ja, was welches Lebenskonzept, also für welches Lebenskonzept sich Familien entscheiden, da danke ich dir. Und an die Zuschauer, wenn ihr mehr von Julia wissen wollt, du hast ja auch von eurer Sommertour, da gibt es auch einige Videos, ne? Du hast natürlich auch von dort aus immer Videos gemacht zum, ja, Kinder begleiten, freilernen, ne? Verschiedene Ja, Themen genau. dann auch hochgeladen, aber auch immer mal so kurze Videos, wo man einfach mal seht, wo ihr einfach seid, so Mitschnitte mit dem Wohnmobil. Wenn euch das interessiert, schaut gerne in Julias Kanal vorbei. Und hinterlasst auch hier gern eure Gedanken, Meinungen zu diesem Video. Ja, wie findet ihr das Lebenskonzept von Julia und ihrer Familie? Ja, könntet ihr euch das auch vorstellen oder sagt ihr, nee, das war überhaupt nichts für mich? Genau, gerne eure Gedanken. Wir freuen uns über regen Austausch. Lasst es euch gut gehen und bis ganz bald. Tschüss!